Warum ich meinen schönen Lin LP12 nach nur ein paar Monaten wieder verkauft habe und mir dafür den Clear Audio Performance DC geholt habe, gleich nach dem Intro. Ich habe meinen Plattenspieler getauscht nach nur ein paar Monaten. Also ich hatte ja den wunderschönen Lin LP12 mit der Magic-Elektronik, ja, circa 10 Jahre alt. Wer da noch mal genaueres dazu wissen möchte, kann gerne mal mein Setup-Video anschauen, mein HiFi-Setup-Video. Das verlinke ich jetzt gerade mal hier oben. Und ja, ein wunderschönes Gerät im klassischen Design. Das hat perfekt reingepasst. Das Gerät macht einfach Spaß. Ja? Das Gerät hatte ein Problem. Und das war das Wechseln von 33 auf 45 APM. Ja? Also man kennt das ja vielleicht von dem einen oder anderen Plattenspieler, der keine Umschaltmöglichkeit hat, wo man dann den Teller abheben und den Riemen wechseln muss. Das ist hier auch so. Allerdings bleibt es da nicht dabei. Nicht nur muss man den Teller abheben, den Riemen wechseln, sondern man muss auch ein aus Aluminium gedrehtes Lager auf das Motorpulli stecken. Ja? Und das mit nicht unerheblicher Gewalt und das Ganze dann auch wieder zurück. Also und da ich aktuell wirklich immer mehr und mehr 45er bekomme und viele audiophilen Pressungen auch auf 45 sind, weil das eben einfach nochmal besser klingt dann, habe ich gesagt, das ist mir einfach zu unpraktisch. Ja, will ich da mal eine 45er hören, dann dieses hin und her bauen und jedes Mal den schweren Plattenteller runter. Und das war mir einfach nicht praktikabel, das Ganze. Ja. Ansonsten muss ich sagen, war ich aber mit dem Gerät zufrieden und es gibt auch Möglichkeiten, so ein Lin LP12 umzubauen, ja, dass man auch mit dem Schalter umschalten kann. Aber das liegt irgendwie, wenn man das neu bei Lin jetzt holt oder machen lässt, bei 1500 €. Es gibt alte Lingo Netzteile, die man vielleicht für irgendwie 500 € bekommt, da muss man es aber auch noch irgendwie einbauen und den Schalter wechseln und so weiter. Das wollte ich jetzt nicht noch zusätzlich investieren. Und dann habe ich eben gedacht, ja, was machst du jetzt? Da habe ich mich nochmal umgeschaut nach all den Plattenspielern, die ich vor ein paar Monaten schon im Auge hatte, bevor ich mich für den Lin entschieden habe. Und da war eben auch der Clear Audio Performance DC dabei und habe da ein super Angebot bekommen. Und am Ende war es jetzt für mich wirklich so, dass ich den Lin verkauft habe. Und exakt für das gleiche Geld mir den Clear Audio ebenfalls gebraucht holen konnte. Und von dem Clear Audio habe ich euch mal noch ein kleines Unboxing gefilmt. Das folgt jetzt. Ja, und jetzt mal zum klanglichen Vergleich, also der Lin gegen den Clear Audio. Also beim Lin ist es so, der Lin würde ich beschreiben eher Richtung warmer, klassischer Klang, ja, sehr musikalisch und trotzdem tut der ganz toll auflösen und hat man auch eine schöne Trennung von den Instrumenten und so weiter. Das hat man da auch, ja, aber er ist schon eher warm und musikalisch gegenüber dem Clear Audio jetzt, ja. Und der Clear Audio und der Lin, die sind nicht nur unterschiedlich von der Optik, sondern auch wirklich vom Klang her. Ja? Der Clear Audio, der hat eine größere Auflösung, ja? Noch eine bessere Trennung. Ja? Also da geht alles noch irgendwie präziser und weiter auseinander. Und er spielt eben analytischer, wie ich finde. Ja? Also das, was der Lin in warm hat und musikalisch, ist hier ein bisschen analytischer. Ja? Das ist Geschmackssache. Also ich kann mit beidem was anfangen, sind aber zwei völlig verschiedene Welten. Ja? Und noch dazu, also der Lin ist übrigens auch ein Subchassis vom Prinzip her. Ja? Also der ganze Teller, das Ganze ist eingelassen in diese Holztage und ist auf drei Federn, glaube ich, gelagert.
Und im Gegenzug dazu ist auch der Clear Audio, das ist ein Masselaufwerk. Ja? Das ist nochmal was anderes. Da ist zwar auch eine Magnetlagerung noch drin, aber das ist ein ganz schwerer Plattenspieler. Ja? Also die zwei Geräte sind wirklich so unterschiedlich, wie sie nur sein können. Aber ja, gibt es bestimmt Leute, die da sagen, Mensch, ich will den warmen musikalischen Klang. Andere sagen, nee, ich will nur analytisch und ganz fein hören. Und da sind da so die Unterschiede. Und wie gesagt, für mich ist beides interessant. Ich finde das jetzt auch nochmal toll. Ich höre jetzt nochmal andere Sachen wie vorher. Ja? Ich hoffe, ihr konntet da mit dem Vergleich mal ein bisschen was anfangen. Sind beides, wie gesagt, tolle Geräte. Und denkt dran, noch ein paar alte Videos von mir zu schauen. Lasst mir ein Abo, ein Like da und ein paar Kommentare und so weiter. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.